Wisst ihr, Leute, das Leben als Influencer ist schon seltsam. Da gibt es Leute, die kommen umsonst in den Club, vielen Klamotten zugeschickt oder tragen teure Klamotten. Ich habe 400 Euro für einen Pulli ausgegeben. Es gibt immer wieder Zuwendungen von außen. Paket hier, ein Paket da. Möchtest du unser neues Produkt testen? Möchtest du dies, das haben? Und dann gibt es Dinge, die verstehe ich nicht. Die versteht, glaube ich, niemand. Die landen einfach im Briefkasten und man fragt sich, wo kommt das her und was soll ich eigentlich damit? Und genau darum geht's heute. Ich habe diese Skizze hier bekommen. Dieses Gemälde von einem anscheinend sehr, sehr berühmten Mann, Vincent van Gogh. Ich habe einen Brief erhalten vom Museum für Kunst in Berlin und möchte heute mit euch auf eine kleine Geschichtsreise gehen und gucken, wer zum Teufel hat mir diesen Scheißhaufen zugeschickt und was steckt eigentlich dahinter? Und vor allen Dingen, wer macht sich so viel Mühe für einen 300.000 Euro Kunstfake? Okay, springen wir mal in der Zeit ein bisschen zurück zum 24.04.2020. Der Brief hier ist adressiert bzw. geschrieben, verfasst am 20.04.2020. Ich habe Nachrichten in meiner Managementgruppe erhalten. Ich habe ein Management, was mit mir zusammenarbeitet und eine der Mitarbeiterinnen ist Elif. Elif hat mir um 18.10 Uhr diesen Brief hier mit dieser vermeintlichen Skizze reingeschickt und hat geschrieben, Van Gogh hat das gezeichnet. Cool, oder? Sie haben es dir geschenkt. An meiner Reaktion könnt ihr sehen, dass ich tatsächlich erstmal komplett entgeistert bin und sage, warte mal, das ist niemals echt verifiziert, das auf jeden Fall bei diesem Museum. Nachstehend kommt nochmal ein Echtheitszertifikat und ich sage, das ist niemals real, sucht das Museum, ruft er an, das ist niemals echt. Und genau darum geht es heute. Ich habe tatsächlich etwas erhalten, nämlich dieses kleine bedruckte Stück Papier, was anscheinend nicht erstmal aussieht wie Pergament, was auf den ersten Anschein ein relativ plausibles Bild abgibt. Ein Bild abgibt, als hätte Vincent van Gogh diese Skizze angefertigt und das Museum für Kunst in Berlin hätte sich aus freien Stücken dazu entschlossen, mir dieses Ding hier zukommen zu lassen. Wir gehen mal ganz kurz auf den Brief ein. Fangen wir erstmal an. Das Museum für Kunst in der Invalidenstraße 43 in 10115 Berlin schreibt, lieber Revi, zum 120. Jubiläum unseres Hauses verschicken wir an ausgewählte Persönlichkeiten einzigartige Erinnerungen. Anbei findest du ein Exponat unserer aktuellen Ausstellung aus der Epoche des Barocks aus dem 19. Jahrhundert. Es handelt sich hierbei um eine nachweislich handgefertigte Skizze des Künstlers Vincent van Gogh. Wir würden uns freuen, es in einer deiner Stories wiederzusehen und die junge Zielgruppe für die Welt der Künste zu begeistern. Hashtag Barockwelt. Ganz liebe Grüße, Gabriele Werder, Sekretariat Museum für Kunst. Unten steht, wie gesagt, eine Adresszeile, eine kleine Fußnote und das war's. An sich klingt das erstmal plausibel. Genauso wie dieses Echtheitszertifikat. Aber irgendwie, wisst ihr, das Ding hat zu gut geklungen, um wahr zu sein. Warum sollte man mir, der wirklich noch nie sich öffentlich über Kunst geäußert hat, der im Privaten gerne sich mit Kunst beschäftigt und auch mit verschiedenen Leuten gerne darüber spricht und auch mit ein paar Künstlern befreundet ist, warum sollte man gerade mir so etwas zuschicken? Ich hab keine Ahnung, ey. Und dann vor allen Dingen noch ein Original eines alten Meisters, eine Skizze von Vincent van Gogh. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann sind wir mal hingegangen und haben das Ding ein bisschen zerpflückt und uns ist aufgefallen, warte mal, da stimmt einfach gar nichts. Des Weiteren haben wir ein Echtheitszertifikat. Hiermit bestätigen wir, das Museum für Kunst in Berlin, die sorgfältige Prüfung nach internationalem Standard, EUFD, die Echtheit des Exponats MW02079-6. Das Objekt stammt nachweislich aus der Zeit des späten Barocks. Gefunden wurde das Werk 1909 in einer kleinen Bastille in Bergamont, Frankreich. Wissenschaftler des Museums unter der Leitung des Kunstwissenschaftlers Werner Samlowik fanden dort 230 Artefakte. Es ist die erfolgreichste Barockexpedition aller Zeiten. Noch heute stehen die Funde im Fokus der Forschung des Museums. Das heißt, ich halte hier quasi, laut diesem Schreiben, einen Teil der erfolgreichsten Barock-Expedition aller Zeiten, weltweit, die es jemals in der Historie der Menschheit gegeben hat, in den Händen. Bruder, das könnte natürlich auch sein. Unterschrieben hat Herr Karl von Benkendorf, der Museumsleiter, und Ernst Hauptmann, Leiter der Barockwelt des Museums. Das sind mit Kugelschreiber unterschriebene Unterschriften. Genauso wie hier bei der Frau Werder, die sich scheinbar die Mühe gemacht hat, mit einem entweder Kalligrafie-Schrift oder einer sehr, sehr guten passenden Font hier drauf zu schreiben. Gehen wir mal ganz kurz ein wenig auf das Ding hier ein, wenn ich ein bisschen für mehr Atmosphäre gesorgt habe. Toll, das war's an der Stelle auch. Nein, wisst ihr, wir sind hingegangen und haben uns ein bisschen informiert. Haben ein wenig recherchiert. Zu dem guten Stück kommen wir übrigens am Ende. Ich habe selber noch nicht aufgemacht, aber ich sage euch so viel. Es gibt eine Menge Ungereimtheiten in dieser ganzen Geschichte. Beginnen wir doch erstmal mit dem Logo. Das Museum für Kunst in Berlin. Das Logo ist tatsächlich nicht existent. Genauso wenig wie das Museum, denn das Logo entspringt einem Kunstmuseum aus Dortmund. Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund und nicht in Berlin. Das Museum für Kunst in der Invalidenstraße 43 in 10115 Berlin existiert tatsächlich auch nicht. Da steht zwar ein Museum, und zwar das Museum für Naturkunde, allerdings kein Kunstmuseum in Berlin. Es gibt kein Museum für Kunst in Berlin. Es gibt verschiedene Kunstmuseen in Berlin, allerdings nicht dieses.
Des Weiteren geht es hier um das 120-jährige Jubiläum des Hauses, eines Museums, das, wie gesagt, augenscheinlich nicht existiert. Und zusätzlich dazu gibt es auch tatsächlich kein Museum in Deutschland, was 2020 sein 120-jähriges Jubiläum überhaupt feiert. Also alles erstunken und erlogen. Wer sagt die Wahrheit, wer lügt? Gehen wir weiter. Anbei findest du ein Exponat aus unserer aktuellen Ausstellung. Das heißt, in diesem fiktiven Museum findet eine fiktive, aktuelle Ausstellung zum Thema der Epoche des Barock statt. Die einzige Ausstellung, die wir gefunden haben, die dazu eventuell passen könnte, zeitlich und stilistisch vor allen Dingen, ist im Potsdamer Museum Barberini. Jedoch ging die nur bis zum 20.02.2020, also stimmt auch gar nicht mit der aktuellen Ausstellung überein. Des Weiteren gibt es ein paar sehr, sehr große zeitliche Diskrepanzen. Für die Leute, die nicht unbedingt Kunstwissenschaften studiert haben oder so wie ich, die Barockepoche begann ungefähr 1600 nach Christus und endete ca. 1660, 1700 nach Christus. Danach kam nochmal der Rokoko und im 19. Jahrhundert ist tatsächlich der Romantik und der Realismus. Vincent van Gogh war kein Barockkünstler und hat auch selber nicht zu dieser Zeit gelebt und vor allen Dingen gar nicht zu dieser Zeit Werke des Barocks erschaffen. Der Barock war weit vorher. Des Weiteren finden wir den Absatz, wir würden uns freuen, es in einer deiner Stories wiederzusehen und deine junge Zielgruppe für die Welt der Künste zu begeistern. Wir haben dann mal geschaut, ob es auf Instagram eventuell schon mal den Hashtag Barockwelt gegeben hat. Bis dato hat keine Person des öffentlichen Lebens diesen Hashtag jemals auf Instagram benutzt, irgendwas dazu gepostet. Kommen wir zu Frau Gabriele Werder, die Sekretärin des Museums für Kunst in Berlin. Klar ist dieser Name ebenso wie das Museum komplett erlogen, erstunken. Karl von Benneckendorff existiert zwar nicht, es gibt zwar eine Adelsfamilie Benneckendorff um 1800, aber keinen Karl von Benneckendorff als Museumsleiter in Berlin. Der Leiter der Saurierwelt, Ernst Hoppmann, ist ein kleines Indiz dafür, dass es hier sich tatsächlich doch um ein Naturkundemuseum handelt. Aber ich glaube nicht, dass in einem Museum für Kunst eine Saurierwelt großartig stattfindet und es auch recht in einem Kunstmuseum keinen Leiter für Saurierwelten gibt. Irgendwie an sich widersprüchlich. Jetzt kommen wir mal zu dem Echtheitszertifikat. Es gibt hier vorne den EUFD-Standard. Ein internationaler Standard tatsächlich, der ursprünglich die sorgfältige Prüfung dieses Exponats belegen soll und sagt, das hier ist echt. Diesen Standard gibt es nicht, den haben sich Leute ausgedacht und hier drauf geschrieben. Die Exponatnummer ist auch nirgendwo aufzufinden und auch in keiner Kartei irgendein Museum zuzuordnen. Das Objekt stammt nachweislich aus der Zeit des Barocks. Der Nachweis ist nicht vorhanden, da steht einfach nur nachweislich und das soll als Nachweis dann dienen. Gefunden wurde das Werk 1909 in einer kleinen Bastille in Bergamont, Frankreich. Der Ort Bergamont existiert nicht. Bergamont in Frankreich gibt es nicht. Bergamont ist eine Art Fahrräder, die ihr hier eingeblendet sehen könnt. Ihr merkt schon, es ist alles in sich sehr inkonsistent und ich frage mich bei jedem kleinen Fakt, den ich hier mehr finde, warum der ganze Aufwand? Wer macht sich so viel Mühe? Und wie komme ich überhaupt zu dieser Schätzung von 300.000 Euro? Dazu später mehr. Machen wir weiter mit dem nächsten Absatz. Wissenschaftler des Museums unter Leitung von Kunstwissenschaftler Werner Samlovic. Diesen Namen gibt es nicht. Es gibt keinen einzigen Google-Eintrag, also nicht einen. Diese Person existiert de facto nicht. Man findet zu jeder Person irgendwo etwas im Internet, nicht aber zu dieser Person. Mysteriös. Es gibt tatsächlich ein kleines Indiz auf eine gewisse Sache. 2016 wurde ein Skizzenbuch von Vincent van Gogh publik und dieses wurde gefunden in einer Herberge Café de la Garée in Arles. Dieses Skizzenbuch kann man auch im Internet erwerben. Ich habe es mir jetzt nicht gekauft, bin mir aber sicher, dass dieses seltsame Ding da nicht drin zu finden ist. Des Weiteren ist es wohl so, dass diesen Skizzenbüchern aus der kunstwissenschaftlichen Szene immer noch sehr viel Misstrauen gegenübersteht, weil Teile dieser Skizzen 3 Jahre schon bevor das Buch überhaupt gefunden worden ist, schon auf eBay aufgetaucht sind und es sich da eventuell auch um eine groß angelegte Kunstfälschung handelt. Jetzt tue ich mal Folgendes und öffne das erste Mal die Skizze. Falls diese Skizze jetzt doch echt ist, liebe Kunstwissenschaftler da draußen, es tut mir leid, ich bezweifle das Ganze immer noch stark. Wir haben jetzt also hier tatsächlich diese Skizze und das Ganze ist kein Reißpapier, wie man sehen kann, sondern tatsächlich einfach nur ein ganz normal bedrucktes Papier mit einer bedruckten Textur obendrauf und dieser seltsamen Bleistift-Kohlezeichnung oder vielleicht sogar Buntstiftzeichnung. Sollte ein Museum mir tatsächlich so etwas zugeschickt haben, dann wäre das der größte und seltsamste PR-Move, den ich jemals erfahren hätte. Denn wir haben uns mal ein wenig damit auseinandergesetzt und geschaut, was kosten eigentlich diese Werke von Van Gogh? Die teuersten Werke wurden übrigens um die 70 Millionen teilweise gehandelt. Wir beziehen uns aber hier erstmal auf Kohle- und Bleistiftskizzungen und teilweise Radierungen von Van Gogh. Fangen wir an mit Personage Garden, einem Ölgemälde, der für 100.000 Dollar damals verkauft worden ist. Ein Ölgemälde also. Das nächste Stück, was wir hier haben, ist tatsächlich relativ nah an dem, was ich hier habe, nämlich ein
Kreide- und Bleistiftgemälde, welches heißt Group of Pine Trees, also eine Gruppe von Pinienbäumen, welches für ungefähr $300.000 über den Tresen gegangen ist. Das ist auch ungefähr der Preis, wie gesagt, den wir für diese Fälschung hier angesetzt haben. Wir haben da einfach mal ins Blaue gestochen. Das letzte Werk, was wir hier haben, ist Off a Man with a Pickaxe on his Shoulder. Und das ist auch ein Kreide-, Wasserfarben- und Bleistiftgemälde, welches für $700.000 verkauft worden ist. Das sind unter anderem die etwas günstigeren Werke, wie ich eben schon gesagt habe, das teuerste Gemälde von Van Gogh, seht ihr hier einmal eingeblendet. Das ist das Porträt des Artes Paul Gachet oder Gachet. Wurde 1990 bei Christie's in New York für $75 Millionen an einen privaten Sammler verkauft. Dementsprechend haben wir hier mal roundabout 300.000 angesetzt, weil das ungefähr auch stilistisch und von den Arbeitsmaterialien zu dem passt, was wir hier vorfinden. Ich habe das auch, wie gesagt, mit ein paar meiner Künstlerfreunde geteilt, die auch direkt gesagt haben, das passt nicht wirklich und es ist irgendwie in sich nicht konsistent. Da stimmt irgendwas nicht. Die große Frage bleibt also, warum hat man mir das zugeschickt und wieso tut man das Ganze? Erstmal an der Stelle riesiges Dankeschön für diesen tollen Content, weil das hat echt Spaß gemacht, diese ganzen Dinge so ein bisschen auszugraben. Aber jetzt ist doch die große Frage, warum schickt man mir das und wer steckt dahinter? Wir haben mal so ein bisschen nachgedacht. Es könnte verschiedene Player geben, die eventuell hinter so einem groß angelegten, sehr, sehr aufwendigen Streich, ich meine Dokumentenfälschung, eventuell sogar diese Kunstfälschung, ja, mit einem gefälschten Echtheitszertifikat. Vielleicht kommen wir da sogar in den illegalen Bereich, das weiß ich nicht. Wer macht sich die Mühe, mir sowas unterzujubeln und hofft dann auch, dass ich dumm genug bin, das Ganze auf Instagram mit dem Hashtag Barockwelt zu teilen? Und bin ich der Einzige, der das erhalten hat? Oder gibt es vielleicht sogar andere Influencer in Deutschland oder sogar weltweit, die sowas bekommen haben? Falls ihr dazu was wisst, gerne unten in die Kommentare. Ich habe ein bisschen rumgesponnen und darüber nachgedacht, dass es sicherlich ein, zwei Fernsehinstitutionen gibt. Sendungen wie, weiß ich nicht, Late Night Berlin, Jan Böhmermann oder andere Leute, die uns hier den Bären aufbinden wollen und sagen wollen, schaut mal die dummen Influencer. Vielleicht ist das Ganze aber auch eine groß angelegte PR-Aktion von irgendeinem Kunstverband, der sensibilisieren soll, nämlich genau das. Ich habe absolut keine Ahnung, wer dahinter steckt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer vielleicht dahinter steckt. Aber eins ist sicher, das ist auf jeden Fall, dass gerade in dieser Corona-Zeit hier eines der spannendsten Sachen gewesen, die wir seit langem hatten. Zumal ich sagen muss, dass wenn jemand ernsthaft eine Originalskizze von Van Gogh mit der Deutschen Post verschickt, in einem billigen IKEA-Rahmen, der aus Pressspannen, ein paar Klammern, dieser Glasscheibe und einem weißen, nicht mal akkurat zugeschnittenen Blatt Papier besteht, dann bin ich wirklich enttäuscht. Schreibt mir gerne eure Mutmaßung in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Und wir werden natürlich weiter die Ohren und Augen offen halten für euch. Schauen mal, ob wir unter dem versteckten Hashtag noch irgendwas finden. Und bis dato heißt es einfach abwarten und glücklich darüber sein, dass wir dieses Rätsel hier haben, zumindest ein Stück weit lösen können. Wobei wir immer noch nicht wissen, wer dahinter steckt. Zumindest wissen wir eins, das ganze Ding ist nicht das, was es auf den ersten Eindruck scheint zu sein. Ich würde sagen, das war's von diesem etwas anderen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr hier neu auf dem Kanal seid, folgt mir gerne mal rein. Ich glaube sogar, dass ich dieses Ding tatsächlich in meine neue Wohnung aufhängen werde. Einfach, weil es so seltsam ist, dass es fast schon wieder Kultstatus hat. Macht's gut, haut rein, bis dann. Ciao.